deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst. Jetzt zu Corona-Zeiten gibt es Begrifflichkeiten, die eine neue Aufmerksamkeit erhalten. So zum Beispiel der Begriff Systemrelevanz. Zu Beginn der Pandemie bekamen Personen in systemrelevanten Berufen große Anerkennung. Wer zu dieser Berufsgruppe gehörte, wurde im weiteren Verlauf zum Helden der Arbeit erhoben, da wir diese Menschen dringend brauchten. So zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern oder an den Kassen der Supermärkte. Die Corona-verunsicherte Gesellschaft erkannte plötzlich eine neue Wichtigkeit der Arbeit dieser Menschen. Sie sollten sogar eine bessere Bezahlung erhalten, da ihre Arbeit für die Allgemeinheit besonders wichtig ist. Wollen wir hoffen, dass diese Notwendigkeit auch noch in ein paar Monaten gesehen wird. Zu wünschen ist es diesen Menschen. Das bewirkt also die Einschätzung als systemrelevant. Im Blick auf die aktuelle Krise frage ich mich, wie steht es mit den Religionsgemeinschaften, zum Beispiel mit der Kirche? Ist sie systemrelevant? Wir haben erlebt, dass die Gottesdienstbesuche untersagt wurden, da die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln schwer umzusetzen sind. Daraus schließe ich, Kirche ist nicht systemrelevant. Vor einem Jahr gab es in Solingen einen Akademietag über Glaubensfragen. Dazu erschien ein Zeitungsartikel mit der Überschrift »Vom Gespräch über Gott in postchristlicher Zeit«. Wir leben also in einem nachchristlichen Zeitalter. Ist uns das bewusst? Das bedeutet, dass der christliche Glaube in Deutschland keine prägende Bedeutung mehr für die Gesellschaft hat. Wir haben jetzt gelernt, Zahlen verschiedener Statistiken zu hören. Wenn wir die Gottesdienst-Besuchsstatistiken ansehen, ist es erstaunlich, welche Zahlen wir hier finden. Im letzten Jahr erschien nämlich die Meldung, dass der Gottesdienstbesuch der evangelischen Landeskirchen in Deutschland einen neuen Tiefstand erreicht hat. 3,3% der 21,5 Millionen Mitglieder gingen 2017 in den Gottesdienst. Bei diesen Zahlen ist es verständlich, dass Kirchen nicht als systemrelevant eingeschätzt werden. Wie weit spielt der christliche Glaube im gesellschaftlichen Alltag eine Rolle? Alle Äußerungen zu einem christlichen Abendland beziehen sich also auf eine Vergangenheit, in der die Kirche eine größere kulturelle Rolle spielte. Das heißt im Klartext, bei diesem Thema Kirche und Glauben haben wir die Chance, jetzt zu Corona-Zeiten über dieses Thema etwas gründlicher nachzudenken. Was glaube ich? Wie wichtig ist mir der Glaube? Wie wichtig ist mir Kirche? Ich denke an nicht wenige Gesprächssituationen zurück, in denen mir mein Gegenüber sagte, also mit Kirche will ich nichts mehr zu tun haben. Aber dennoch habe ich meinen Glauben an Gott. Eins ist unstrittig. Jesus Christus, auf den sich alle christlichen Kirchen berufen, hat nicht vorgehabt, eine Volkskirche zu gründen. Deshalb gab es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Reformationsbestrebungen zurück zur Bibel, die die ursprünglichen Gedanken Jesu über die Beziehung der Menschen zu Gott anhand der Bibel zur Geltung bringen wollten. Die letzte Erneuerungsbewegung größeren Stils war Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier entstanden viele Freikirchen, die wir noch heute in Deutschland finden. Was beinhaltet eine Glaubenspraxis für den Einzelnen zu Corona-Zeiten? Findet sich diese auch außerhalb von Gotteshäusern? Hat der christliche Glaube eine Antwort für mich auf die momentan wichtigen Fragen? Was bedeutet der Glaube im Umgang mit meinen Ängsten vor dem Virus?
Was bedeutet der Glaube bei meiner Furcht vor einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung, die ich wahrnehme? Zu Beginn meines Theologiestudiums las ich ein Buch mit dem Titel »Kirche nicht aus Stein gebaut«. Dieses Stichwort setzt uns auf eine Spur, die uns zum Kern dieser Gedanken bringt. Es kommt nicht darauf an, ob wir in eine Kirche gehen oder zu einer bestimmten Kirche gehören. Es kommt darauf an, ob wir Kirche sind. Es geht nicht um Haben, sondern ums Sein. Und es ist unsere freie Entscheidung, ob wir uns mit dem Glauben beschäftigen und der Wahrheit über Gott nachspüren. Wir können in Deutschland ohne Behinderung über den Glauben reden und ihn ausüben. Es gibt 50 Länder, in denen es verboten ist, Christ zu sein. Schauen wir ins Neue Testament, dann sprach Jesus Menschen an, die seine Jünger wurden. Denen gab er den Auftrag, das weiterzusagen, was er ihnen vermittelt hatte. In den letzten beiden Versen des Matthäusevangeliums heißt es: Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Soweit der Text. Viele Stichworte in diesen Versen lassen sich vertiefen. Was Jesus gelehrt hat, kannst du im Neuen Testament lesen. Du kannst die jetzige Zeit nutzen und zum Beispiel in dem Matthäusevangelium lesen, um die Gedanken Jesu kennenzulernen. Auch dafür gilt der Satz Jesu: Ich bin bei euch jeden Tag. Systemrelevanz ist auch nur eine Momentaufnahme. Der Glaube an Gott kann dein Leben für alle Zeit bereichern und lebendig machen. Ich wünsche dir eine gesegnete Restwoche. Für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen.